Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video und heute spielen wir wieder mal. Leute, ich kann es kaum glauben. Wir spielen mal wieder Fortnite, Alter. Hör auf, mich zu verarschen. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich mehrere Versuche bereits unternommen habe, in Fortnite besser zu werden. Unter anderem hatte ich diese Claw. Ich glaube, der einzige Versuch, der jetzt als nächstes ausstehen würde, wäre dann irgendeine synthetische Droge zu nehmen, die mich eventuell verbessert. Geil! Falls mir jemand ganz kurz Einhalt gebieten möchte, soll er jetzt sprechen. Tu es nicht. Gut, dann lassen wir das weg. Dann muss ich wohl andere Wege versuchen, meine Freundin. Einer dieser Wege ist tatsächlich, hier im Itemshop ganz klassisch den Creator-Code Revinzeit einzugeben. Da wird man nämlich umso besser. Glaubt mir, meine Freunde, es hat bei mir auch gewirkt. Ich bin eine absolute Legende geworden. Doch, tut es, Leute. Ein anderer Weg ist tatsächlich einfach lesen. Wow. Lesen, spielen und lernen. Und zwar hat mein Kollege Ninja, jeder kennt ihn, hier ist ein Bild von ihm, wie wir zusammen in New York gefeiert haben, absolut geile Zeit. Ninja und ich, beziehungsweise, also ich habe mit dem Buch nichts zu tun, also eigentlich war es nur Ninja. Ninja hat ein Buch rausgebracht, das heißt einfach Get Good, My Ultimate Guide to Gaming. Pro-Gamer, oder? Pro-Gamer Ninja shares his secrets to becoming unstoppable. Ich nehme an, vieles wird auf die Frisur zurückgeführt. Das Buch ist von Tyler Blevins und ich lese jetzt hier erstmal ganz kurz ein paar Amazon-Rezensionen vor. Doesn't work, didn't make me good, ein Stern. So useful if you want to improve your knowledge and skills. I read the entire book in one night, overall it's okay, read. Okay. Not good, I found the book to be a total sellout, I'm still trash. Very informative, this book is very good for learning basic fundamentals to get better at anything really. It helped me a ton, enough to impress my wife, so she stopped hanging around with Jared Flanagan so much. Hey you over there, get good kid. Okay. Really good for new streamers looking to develop a following. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ninja isn't even good enough to qualify the World Cup. Ja, Leute, das sind die Bewertungen. Overall 4 von 5 Sternen auf Amazon. Ich kann es nur empfehlen. Und jetzt schauen wir mal, wie das Buch sich dann in der Praxis schlägt. Ich würde sagen, wir schauen erstmal rein. Die erste Seite ist Ninja. Da steht Get Good. Das Buch könnt ihr natürlich über den Raffling in der Videobeschreibung kaufen. So, das erste Ding, das habe ich schon alles gemacht. Das ist Gear Up, meine Freunde. Hier geht es um das Mauspad und hier um die Tastaturen und mechanische Keyboards und alles irgendwie hier um eine vernünftige Maus und Keybinds und so. Habe ich alles schon durch, meine Freunde. Brauchen wir nicht. Weiter damit. Dann kommt der nächste Schritt in diesem Buch, ja. Sein ganzer Weg nach oben. Pipapo. Pipapo. Jetzt Power Up, meine Freunde. Und jetzt kommen wir zum interessanten Part. Achtung, geiles Licht. Bisschen Nebel, wo Standards gilt, alles in dichten Nebel gilt. Perfekt. Und zwar steht hier: What makes a gamer great? It's about being the best at one game. Or all of them? Personally, I'm partial to the latter. To the later. Es ist falsch geschrieben. Das ist ein Rechtschreibfehler. I want to be the best in everything I play. And I love taking on a new game and establishing dominance. Gut, ich klingt jetzt ein bisschen, bisschen weird. Okay, dann geht's hier weiter mit den ganzen Waffen und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu der interessanten Geschichte, meine Freunde. Denn Ninja hat hier vorne tatsächlich ein paar Sachen drin, die ganz, ganz wichtig sind. Zum Beispiel das Decision-Making. Und ich würde sagen, meine Freunde, da ich das Buch jetzt schon mehrfach beim Kacken durchgelesen habe und meine Freunde, eins sage ich euch, ich gehe viel kacken, werde ich jetzt versuchen, mit Tobi diese Sachen hier anzuwenden, ja? Wir fokussieren uns auf Decision-Making. Ein wichtiges Ding, ich mache hier mal ganz kurz ein Eselsohr rein, meine Freunde. Das Decision-Making ist ganz, ganz wichtig. Ebenso der Game-Sense auf der nächsten Sache. Dann das instrumentuelle Denken, ja, dass ich weiß, wie ich quasi zu entscheiden habe. Und stay motivated. Also, dass, wenn man tatsächlich verliert, dann auch irgendwo dabei zu bleiben, meine Freunde. Diesen Sachen nehmen wir uns jetzt an. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, ob dieses Buch mir jetzt endlich dabei hilft, in Fortnite verdammt nochmal eine Million zu gewinnen und endlich auch mal ein bisschen Geld mit Fortnite zu machen. Alter, jetzt würde ich sagen, fangen wir doch direkt an, meine Freunde. Ich würde sagen, meine Freunde. Let's go! Gut, Tobi, fangen wir doch erstmal an mit dem ersten Kapitel unserer Lehrreise Decision Making. Okay, Tobi? Ja. Hör mir genau zu. In Shooting Games, you're always making decisions, whether you realize it or not. Also ich krieg das schon mit, wenn ich eine Entscheidung Where your gun is pointed, how you're moving and why, and there's plenty to consider in every second of the game. 2000 Jahre später. Anticipate
Fighting. Okay, ganz wichtig, merkt euch das. Also, meine Freunde, müssen wir uns merken, kann ich jetzt überhaupt pushen? Habe ich überhaupt die Materialien, die richtige Waffe oder überhaupt den richtigen Skill? Und der richtige Skill, meine Freunde, genau das ist eine Sache, die hat nämlich keiner mehr in Fortnite, denn ich 17 Stunden am Tag spiele. Also eigentlich müssten wir das Game jetzt deinstallieren und komplett damit aufhören. Richtig. Ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen jetzt mal nach Pleasant Park und versuchen uns jetzt erstmal am Decision Make. Wo habe ich diese Waffe her, Alter? Ich sollte keine Waffe bei mir im Schreibtisch liegen. Du hast die erste richtige Entscheidung getroffen. Leg die Waffe weg. Ich bin Ninja auf jeden Fall. Erstmal Hände hoch und Hallo von mir. Alles klar, gut. Ich würde sagen, Tobi, wir beide droppen nach Pleasant Park und schauen jetzt mal, ob wir Decision Making, so wie es Ninja in seinem Buch geschrieben hat, überhaupt umsetzen können. Moment, und dabei, Ninja nach stopp! Pleasant Park? Weil Ninja immer außerhalb irgendwo landet, das ist super langweilig. Tobi, Ruhe! Jetzt wäre es natürlich töricht, meine Freunde, hier oben zu stehen und mit der Sniper direkt anzugreifen, ja? Sind aber du hier musst immer denken, muss, würde Ninja sind das hier, machen. Hier sind keine Gegner. Hier sind keine Gegner irgendwie. Aber ich habe eine Decision gemacht, ich habe daneben geschossen. Okay. Und das war falsch, meine Freunde. Der Gegner weiß nämlich jetzt, dass ich hier bin. Tobi hat mir gerade einen Slurp weggenommen und das war eine falsche Decision von deiner Seite aus, Tobi. Muss man einfach mal sagen. Hier ist noch eine Kiste. Nein, 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 warte, die Kiste erstmal, Tobi. Decision Making. Oh, da sind die. Decision Making. Jetzt wäre halt die Möglichkeit, das Game einfach zu deinstallieren. Der darf uns einfach nicht sehen. Das ist immer das Decision Making. Und hier ist eine Kiste noch. Muss ich auch manchmal. Ich glaube, ich bin tot. Also. Baby. Ja, Ja, was hätte Ninja gemacht? Frage ich mich an der Stelle hier. Ich würde den Roboter auf jeden Fall angreifen. Baby. Ja, Decision Making wäre jetzt gewesen, das Game einfach nicht mehr zu spielen, weil die Mechs immer noch drin sind. Aber genau. Das ist nicht schlimm, meine Freunde. Lektion Decision Making damit abgeschlossen. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Lektion. Ah, also, Developing Game Sense. Wir hatten keinen Game Sense und deshalb haben wir gegen den Mech verloren. Oh Gott. Machen wir weiter mit Strategy and Tactics. Ah, und hier ist so ein schönes Chart, wo man sehen kann, win quickly, a good plan done well, lose quickly, a bad plan done well. Ah, das war genau das, was wir gerade hatten, Tobi. Einen schlechten Plan und wir haben schnell verloren. Try this. To skill up, drill down. Pick one game you want to improve at. Hab ich. Ist Fortnite. Write down as many skills as you can think of for that game. Einfach als erster den Mech bekommen und dann damit spielen. Tobi? Ja? Ich habe den einen Skill rausgeschrieben und wir holen uns jetzt direkt einen Mech und spielen wir damit. Komm, wir gehen auf den Mech hier. Let's go. Hat es Ninja gesagt? Genau das hat Ninja gesagt. Würde Ninja sagen, wir gehen auf den Mech, wenn... Also, Tobi, nein. Das ist der Skill, den ich jetzt hab. Na, kommt her, ihr kleinen Mäuschen. Boom. Siehst du da, Tobi? Der Skill hat sich direkt gelohnt. Wir haben direkt mit Ninjas Gaming-Buch den ersten Kill hier gemacht. Stark. Das Buch ist super. Das Buch ist super, Tobi. Pass auf, wir schleichen uns an, ja? Wir sind leise. Machen die nicht. Einer ist knocked. Der ist knocked. Er ist über uns. Oh, Tobi, ich glaube... Baby, er zerstört sich. Baby, ich bräuchte eine Waffe. Ich habe ihm den Spitzhacke angegriffen. Also, ich würde sagen, Ninjas Buch funktioniert. Ah, ich hatte keine Mats. Ja. Lest gut, das Buch und schau, was sie besser machen hätten können. Vier Kills schon mal gemacht. Ah ja, jetzt hier. Nicht aufgeben, sondern stay motivated. Getting better consists of two parts. Hard work and motivation. If everything I've described here seems exhausting, it's because it is. Ich übersetze ganz kurz. Alles besteht aus zwei Teilen. Harte Arbeit und Motivation. Und wenn das alles hier super, super erschlaffend und extrem anstrengend klingt, dann ist es so, weil es so ist. Ja, aber Revi, motiviert heißt ja nicht gleich, dass du rumschreien musst. Also. Ja, gut, also hungrig bleiben und weiter motiviert sein, also nicht aufgeben, Alter. Okay, pass auf, Revi. Man muss das Spiel von verschiedenen Blickwinkeln angucken. Weil wenn man das von oben anguckt, dann denkt man sich, was ist unten. Aber pass auf, was ist über dir, wenn du es von oben anguckst, hä? Was ist über dir, wenn du es von oben anguckst? Der wenn Sieg! Du denkst, du bist der Beste. Der Sieg! Da können doch Gegner sein, das wollte ich sagen. Der Sieg! Genau, der Sieg. Aber angenommen, unter dir ist jetzt noch jemand. Wenn du von unten nach oben guckst, wer ist dann unter der Erde? Wer ist unter der Erde? Wer ist unter der Erde? Maulwürfe. Baby, das ist jetzt Motivation. Du musst nicht, also ich meine, das ist, du musst von jeder Taktik immer noch sehen, was könnte schief gehen, was könnte da noch scheitern. Es sind Maulwürfe. Wir gehen nach Moisty Palms, Tobi. Wir gehen nach Moisty Palms. Wir gucken, wo geht der Mech hin. Ja, das wäre jetzt das nächste. Okay, kein Mech da, ich komme. Ja, aber jetzt an der Stelle kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Team Leadership. Pins sollen wir nutzen, steht hier. Pinning means that you manage to corner the opponent in such a way there's no way to risk out. Ich habe auch einen Pin gemacht jetzt. Okay, wir haben irgendwie alles falsch gemacht, was... Das hat jetzt Ninja nicht gesagt. Was mache ich denn, wenn ich keine Waffe finde, weil es also random ich ist? Ich meine, Ninja hat ja gesagt... Hab eine Waffe. Tobi, ich verwandle mich in irgendwelche Objekte. Ich verstehe Fortnite nicht mehr. Warte. Jetzt gerade bin ich im Grill. Ich hab das...
Jetzt verstehe ich es auch. Ja? Ich bin hier ein Werkzeugkasten. Aber und das heißt, sei das Tool, was Ninja dir gibt. Oder? Ich bin eine Toilette. Ich habe mich als Toilette verwandelt. Okay. Hätte Ninja das also... Erstmal, also... Also, ich weiß echt nicht... Ja, gut, ohne Shotgun. Was ist mit diesem Spiel passiert? Man kann sich in eine Couch und alles verwandeln. Nächste Mission, how to lead, leadership. When you're playing as team, it's often the case that someone is going to need the leadership role. Ich bin der lautere von uns beiden. Ich bin der lautere von uns beiden, also nehme ich jetzt wieder das Leadership. Ist das klar? Everything in your arsenal that isn't a gun, that's your indirect fire. Grenade, airstrikes, whatever. Max, Schrottrisse, Verwandlung in Lampen. Alles ist eine Waffe in Fortnite. Also ich weiß wirklich nicht, ob dieses Buch uns weiterhilft. Was okay, ich bin der Leader. Pleasant Park. Nein. Du, ich bin der Leader. Tobi, ich bin der Leader. Baby, nein. Dann gehen wir jetzt nach Pleasant Park und dann... Herr Leiter, mach einfach. Mach, was du denkst. Nach du Pleasant Park gehen wir. Ja? Das war hab einen down. Ich weiß auch nicht der mehr, was ich sagen soll. Der ist einfach ein No-Skin gewesen, der ist einfach vor mir gelandet. Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Der liegt hier einfach nur. Tobi, irgendwie hat sich das Game extrem verändert. Ich gehe im One-Tap. Jetzt gleich kommt's, Achtung. Lass sie pieken. So ein Assi. Ich bin gebaitet. Digga, dieses Spiel... Hat mir 100 Hit gegeben? Ninja hat doch immer gesagt, man soll ruhig spielen, wenn man spielt. Okay, also... Okay, du bist der Teamleiter, also mach einfach, was du denkst. Ich hab diese Impulsengranaten und wir können dann noch rübergehen. Stell dich neben mich. 1, 2, 3 und go. Ich bin komplett in die falsche Richtung geflogen. Okay, drauf da, komm. Hab einen von den Super Low. Wo bist du? Du bist jetzt nicht beim... Ja, Pass auf, sag mir doch mal, du bist mein Teamleiter. Ja, push ihn doch, du! Hey, das sehen halt nicht, also... Mein Gott, bist du schlecht in dem Spiel geworden. Der hat wirklich 30 HP. Gut, steht hier irgendwas über Punishment für schlechte Teammates? Ah, hier. Da okay. Get good Teammates. Ja gut, da fängt natürlich schon an hier, Ninja. How to diffuse team tension. A ja. Safety practical joke is a quick way to let your teammates know you're not really mad at them. Verstehe ich nicht. Ich fand das extrem schlecht gespielt hast. Okay, ich versuch das mal. Tobi, du hast so unglaublich beschissen gespielt. Es ist deine Schuld, dass wir da beide gestorben sind. Wärst du auf mir gewesen und direkt bei mir, hätten wir nicht verloren. Das war ein Witz. Jetzt kommt der Witz von dir? Ich hatte einen Revolver. Ja, verstehst du? Hier ist oder der Mac. Alter, so spielen wir Fortnite. So wie alle uns hassen werden. Ja. Nach Pleasant, auf geht's. So, noch jemand? Ich glaube, in dem Haus noch jemand drin. Okay. Ich glaube, das Game macht echt Spaß, oder? Ich find's cool. Robot Wars hier, oder wie auch immer das heißt. Also irgendwie ist das Game mit Ninjas Gaming-Buch extrem einfach geworden. Ja, also irgendwie... Ja, also irgendwie Ninjas Gaming-Buch hilft uns. Also ich finde, das ist... Ninjas Gaming-Buch macht extrem gut. Man muss Entscheidungen treffen und das tun wir hier gerade. Decision-Making. Dass niemand mehr ist. Ja, dann lass mal looten, oder? Würde ich sagen. Weil das ist nämlich Decision-Making, Leute. Reingehen, alle ab... Mac und dann erst looten. So ist Fortnite nämlich gespielt. Also gespielt. Spielt so, wie die Gegner es nicht erwarten. Ja, und die erwarten nicht, dass ein 5-Tonnen-Roboter in ihr Haushalt fliegt und der da einfach wegklatscht. Und das komplette Bauen einfach nach wie vor obsolet macht. Leute, versteht mich nicht falsch. Ich mache das jetzt nur gerade, weil Ninja das sagt. Ich würde sonst die Roboter wirklich nicht spielen. Im besten Falle gehst du gar nicht in die Roboter rein, machst sie kaputt und das war's. Ich meine, ihr seht ja, Ninjas Taktik wirkt. Ich kann hupen. Ja. Oh, da steht er. Ich flieg hoch. 3, 2, 1. Moino. Wir haben deutlich weniger Leben als deren, werden daran sterben. Nein. Klaus bei mir, Tobi. Bei mir auch. Einer ist gleich down. Ich bin dead. Diese Schildbubble kotzt ja mal übertrieben an! Dieses Schildbuch von... Würdest du das Buch weiterempfehlen? Absolut, ist eine tolle Empfehlung. Ja, Leute, Ninjas Gaming Buch. Kann man sich holen? Macht Spaß. Also, ich kann nicht sehen, warum man dieses Spiel noch weiterhin spielen sollte. Jetzt hier. So. Ja, Leute, das war's dann von dem Fortnite-Update. Habe ich jetzt... Ja, es ist deinstalliert worden. Das war's von diesem Video, meine Freunde. Hat echt Spaß gemacht. Das Buch gibt's in der Videobeschreibung zu kaufen. Seid nicht zu hart zu Ninja. Ich glaube, das Buch hilft wirklich weiter. Aber irgendwie hat's mir nicht geholfen. Vielleicht bin ich einfach zu bad. Ich gehe wieder zurück Minecraft spielen, meine Freunde. Ciao! Wir sehen uns dann in Season 11, wenn Fortnite... Vielleicht ein vernünftiges Match mehr. Macht's gut. Tschüss.